Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Ja, heute hat der liebe Sammelchris mal die Spendierhosen an. Und was er uns dazu geschickt hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Der liebe Sammelchris hat ja vor einer Weile mal ein Gastvideo bei mir gemacht, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen. Ich habe das Ganze tatsächlich als kommentierte Sammlung hochgeladen, also falls euch das interessiert, ich werde das auf jeden Fall nochmal in die Endcard legen, dieses Video. Und natürlich ist auch Sammelchris Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal vorbeischauen und wenn es gefällt, ein Abo dalassen. Ja, das Ganze hier kam mit Ankündigung, er hat mir bereits gesagt, beziehungsweise hat bereits angekündigt, dass er mir etwas schickt. Ja, wir werden jetzt mal reingucken und dann schauen wir mal, was uns darin so erwartet. Das Ganze kam übrigens nicht einfach so an, das war in so einem Schuhkarton drin. Ich habe tatsächlich die Aufnahme jetzt gerade von 2-3 Minuten schon mal gemacht und habe dann gesehen, aha, in dem Schuhkarton ist nochmal eine Duelist Devastator Box und dementsprechend können wir uns das drumherum sparen. Das spart etwas Zeit im Video. So, also machen wir das einfach so. Jetzt schauen wir mal, was er uns da eingepackt hat. Okay, ich sehe hier, das sind auf jeden Fall Promopacks aus einer Special Edition. Hier haben wir ein richtig, also richtig sexy, ein Stück Papier. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so alles drinnen haben. Okay, die Box schieben wir mal hier ein Stück zur Seite. Wir haben hier 3 Booster und es handelt sich dabei um einmal das Starpack Arc 5, Starpack Reigns und nochmal dem Starpack Arc 5. Ja, ob wir das jetzt in diesem Video noch öffnen oder nicht, werden wir mal sehen. Erstmal gucken, ob die wirklich original verpackt sind oder ob er da irgendwas reingetan hat. Nee, die sind tatsächlich original verpackt. Und ja, besonders krasses kann man jetzt aus diesen Packs natürlich nicht ziehen. Dementsprechend bin ich noch etwas unentschlossen, was ich damit machen werde. So spontan kann ich das wohl gar nicht entscheiden. Aber das ist schon mal mega nice. Richtig, richtig schön. Die legen wir auf jeden Fall mal zur Seite. Und jetzt gucken wir uns mal an, was uns der liebe Sammelchris hier zugesendet hat. Highlights legen wir natürlich wie immer raus und welche Karte es in den Community Binder schafft, das erfahrt ihr möglicherweise noch in diesem Video. Hoppla, da ist was umgefallen. Tatsächlich sogar schon die richtigen Hüllen, ja, schwarze Hüllen. Wahrscheinlich auch Blackfire, so wie sie aussehen. Tödlicher Virusdrache, auch eine sehr coole Karte, auch wenn ich den Reprint tatsächlich ein bisschen am Bedauern bin, muss ich sagen. Okay, Dragons of Legends. Linkgurt Wanddrache war, glaube ich, aus dem Starpack Reigns. Okay. Hier haben wir jetzt lauter Foil-Karten. Superstarker Samurai Trompeter, Violent Prisma, Dodo Roboter, XX Säbel Kobold Ritter, einer meiner Lieblings-XX Säbel Monster. Jetzt nicht unbedingt in der Rarität, aber trotzdem. Ja, Shatterfoil. Mosaic Rare, alles dabei. Pechschwarzer Wolfskrieger, auch eine coole Karte. Was das denn? Ah, doch, Bullenklingenkämpfer, natürlich. Ich dummerle. Ja, das sind eine Menge Foils auf jeden Fall. Das sind halt so Karten. Oh, das ist auch cool. Freya, Geist des Sieges. Ist eigentlich eine Secret Rare aus Storm of Neos. Geht auch ein bisschen was. Haben wir tatsächlich in dem einen Opening damals gezogen. Das war zwar kein besonders krasses Opening, aber das war tatsächlich eine der teuersten Karten, die wir da gezogen haben. Elektromagnetischer Wurm. Auch schön, habe ich in Prismatic Secret aus Japan noch im alten Layout und den Kriegswaffen von Koaki Mairu. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wir haben einen Dark Magician aus der CT14. Sehr cool, das Artwork gab es zuvor nur in einem Structure Deck in Kamen, das war sauteuer, weil es lange Zeit wirklich nur diesen einen Dark Magician in diesem Structure Deck in diesem Artwork gab. Ansonsten war die Karte tatsächlich nur OCG-exklusiv. Dann haben wir den Thun Dunkler Magier, einen dunklen Magier aus dem Starter Deck Evolution. Lasst uns mal kurz den Zustand angucken. Oh, der ist wirklich Near Mint, Leute. Sehr schön. Den würde ich glatt mal als Highlight werten. Ist zwar nichts Teures, aber es ist definitiv ein Highlight. Die Karte sieht man tatsächlich recht selten in dem Zustand. Dann den Dark Magician aus der Legendary Collection 1. Ja, auch den können wir mal rauslegen.
Okay, den CT-13, da würde ich jetzt nicht unbedingt rauslegen. Königliche Herr der Drachen, 2-3-mal. Drachen, Auferstehungsrhapsodie. Mausoleum des Weißen, Burg der Drachenseelen, Seelenlast aus Dragons of Legends 3, ist natürlich auch eine coole Karte. Also hier geht es jetzt Dragons of Legends 3 mäßig weiter. Spiegelkraftdrache, auch eine coole Karte, war damals als Secret Rare eine ganze Menge wert, das weiß ich noch. Dann haben wir Timaeus, der Schicksalsritter, tyrannischer Explodierdrache, dunkles Magiermädchen, die Drachenritterin, die im OCG in der nächsten Rarity Collection tatsächlich ein alternatives Artwork kriegt, bei der man der jungen Dame so dermaßen hart auf den Arsch glotzen kann, dass ich nicht glaube, dass die jemals zumindest unzensiert bei uns rauskommen wird. Also das ist ja fast schon zu sexuell, muss ich sagen. Wenn ich das Bild finde, werde ich es einblenden, aber ich habe es mal nur kurz auf dem Handy gesehen. Und ja, auf jeden Fall, die sind schon mal in den schwarzen Hüllen. Das ist schon mal mega nice. Da spare ich mir nämlich die Arbeit, die alle einzusleeven. Jetzt fangen wir mal von hinten an. Das ist nämlich alles schon schön umgefallen. Und gucken mal, was hier drin ist. Ich denke mal, wenn da mehrere drin sind, werden immer dieselben drin sein. Okay, also wenn hier mehrere drin sind, ist das immer die Kopie derselben Karte. Brecher, dunkler magischer Krieger aus OP10. Ist der wirklich mehrfach drin? Ich kann es mir... Ah, doch, tatsächlich. Richtig nice. Also, dass hier die ganzen Karten aus dem OP drin sind, das wusste ich bereits, das hat er mir schon gezeigt. Mega nice. Großsalamander Maulwurf, ihr wisst ja, an denen mangelt es mir eigentlich immer. Dann haben wir Yutsukiro, der sternzerstörende Kaiju. Wie oft ist denn der hier drin? 2-mal, oder? Ne, tatsächlich 3-mal. Mega nice, schaut euch das mal an, Leute. Richtig cool, das war, glaube ich, eine Rare ursprünglich. Dann haben wir Shiranui Sonnensage, warum auch immer der in einem OP drin ist. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass der da schon mal drin, also dass er schon mal ein Holoprint hatte. Und wow, Sonnenlichtwolf, der ist auf jeden Fall ein Highlight, weil der geht noch ungefähr ein Zwickel. Sehr schön, 3-mal tatsächlich, das sind schon mal 6 Euro ungefähr. Die legen wir auf jeden Fall raus, das ist ein Highlight. Sonnenlichtwolf, sehr schöne Karte. Dann haben wir Drehscheibenbahnhof, auch ein paar Mal. Orchestriertes Babel. Sehr cool. Also ich finde, wie gesagt, diese ganzen OP-Karten einfach mega nice und auch diese ganzen Orkust-Karten finde ich vom Design her eigentlich sehr, sehr schön. Auch orchestriertes Babel ist wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen gewesen. Mega, mega schön. Auch wenn ich sagen muss, dass es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wäre, wenn eigentlich nur diese goldenen Ornamente hier geschildert hätten und der Rest komplett Kamen gewesen wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. So, dann haben wir noch ein paar Kamels aus OP10. Auch mehrfach, wie man sieht, also die hier sind jetzt tatsächlich alle vielfach dabei. Mein Körperschutzschild war auch mal eine sehr gute Kamen, ging auch mal 2-3 Euro vor einem halben Jahr oder so. Und oh, nice, aus OP10, Trickster Spielmarke. Das ist tatsächlich eine Spielmarke, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Schaut euch mal das Artwork an, Leute. Und dieser Holo-Effekt. Alter, und hier haben wir das Playset drin. Ich lege mal obligatorisch eine raus, nicht alle drei, aber eine legen wir auf jeden Fall raus. Die ist einfach mega toll vom Design her, muss ich sagen. Und auch dieses Schillern. Also ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr einzigartiges Design, auch in seiner Einfachheit. Also es gefällt mir sehr gut mit diesem angedeuteten Totenkopf quasi in dem Herzen drin. Sehr, sehr schön. Also mega, mega cool. Ich muss sagen, wer auch immer das designt hat, Handkurs, ohne Witz. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier BLHR. Da schauen wir auch mal, das hat er auch wieder alles schön fein säuberlich sortiert. Großteil haben wir eine Heiligtum. Visionsfusion, auch eine coole Karte. Wie viel haben wir denn davon? Auch ein Playset, mega nice. Visionsfreisetzung, Erscheinung, Visionsheld Trinity, Visionsheld Witch Raider, einer meiner Lieblingsvisionshelden, muss ich sagen, mega cool. Visionsheld Gravito, dann Poisoner, auch eine sehr coole und vor allen Dingen Multiple Guy, also die beiden mag ich ja ganz besonders. Ich finde auch die Hintergründe von denen sehr innovativ und die Monster selber auch mega cool. Also muss sagen, das Gesamtbild ist echt stimmig. Da hat Konami echt alles richtig gemacht. Auch er ist wirklich cool. Minimum Ray, sehr, sehr cool. Dann goldene Mondmünze, Wasser des Lebens, auch unglaublich oldschool vom ganzen Look her. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Oldschool-Karte ist, die tatsächlich hier ihren First Print hatte, weil ein Reprint ist das bestimmt nicht, ich kenne die Karte aus keinem anderen Set. Oder ob das tatsächlich eine komplett neu designte Karte ist, aber sie sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Dann haben wir Lunalicht, Scharlach, Roter Fuchs, Lunalicht, Kaleido, Küken. Dann Glückspfand, Schicksalsfee Swee und Schicksalsfee N. Ja, was ich von den Feen halten soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich finde die wieder so ein bisschen too much von ihrem Cuteness-Grad her. Die sind nicht mehr so wirklich Yu-Gi-Oh! Unterterror Guru, die Karte, die Unterterror tatsächlich ein bisschen spielbarer gemacht hat damals.
ist ursprünglich eine Coming gewesen. Elementard, absolute Nullpunkt. Neosnite, auch sehr cool. Kampfwespen, ja, auch sehr unbeliebt das Thema. Hat, glaube ich, auch nach ihrem Print damals in BLHR keinen Support mehr bekommen. Die finde ich mega cool vom Design her, muss ich sagen. Die eher weniger. Lebkuchenhaus, auch eine sehr schöne Karte. Ärgerknödel, also die Karten sind ja tatsächlich, wie bereits gesagt, also das sind alles Karten, die hier immer mehrfach mit drin sind. Sehr, sehr cool. Die kann ich bloß nicht wirklich alle rausholen, weil sonst werden wir hier nie fertig. Aber mega schön, auch die Gimmick-Marionette Chimärenpuppe, sehr, sehr cool die Karte. Ich liebe das Artwork von den Puppen, auch wenn es sie sonst jeder hasst. Ich liebe dieses Artwork, es ist so makaber und so unglaublich strange. Und, oh, was ist das denn? Oh, nice, Leute. Guckt euch mal an, wir haben noch ein Deck. Nice. Buntäugiger Arc Pendeldrache, das war aus den Legendary Hero Decks gewesen. Eins von diesen Decks, das da drin war. Mega cool. Mega cool. Also das ist ein Highlight, das kann ich jetzt nicht hier auf den Kartenslot legen, aber wir legen es mal quer oben drüber, weil das finde ich mega cool. Das ist für mich ein Highlight, auf jeden Fall. Sehr schön. Mega nice. Okay, dann machen wir mal weiter. Wächter der Ordnung. Herold des Bogenlichts. TG Bohrfisch. TG Metallskelett. Dann Alläugiger Phantomdrache. War, glaube ich, die einzige Pendelmonsterkarte in Battles of Legends Heroes Revenge. Haben wir hier wie oft drin? Zweimal. Sehr cool. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Buntäugiger. Der hat mir sehr gut, auch vom ganzen Artwork und so gefällt der mir extrem gut. Dann haben wir Starstrike Blaster, Alter, was ist denn heute mit mir los? Donnerschlagmönch, auch eine sehr coole Karte. Dann haben wir vierte Valkyrie, Shiranui Knappin, Neos Fusion Next, sehr spielbar im jeweiligen Themendeck. Ich glaube, das ist eine Helden-Support-Karte, eine Neo-Weltraum-Support-Karte. Da ist die tatsächlich innerhalb des Themas relativ spielstark. Dann haben wir Himmelsjäger Askaina, Nummer 28 Titanische Motte, tatsächlich zweimal aus Duelist Saga, Schreckenspelz-Fusion. Alter, wie oft ist denn die da drin? Soll das alles Schreckenspelz-Fusion sein? Oh, nee, doch nicht. Schauen wir uns erstmal an, was hier drin ist. Ah, hier sind wieder so ein paar Starfall-Rares drin. Aus dem Starpack 17. Sind noch modernere drin? Alle 17, oder? Ja, die sind alle aus dem Starpack 2017. Okay. Dann haben wir, oh, sehr cool. Raubpflanze. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich habe es im letzten Video schon mal versucht. Den legen wir auf jeden Fall mal raus. Sehr cool. Wow, mega nice. Raubpflanze. Piovertum, falls das so ausgesprochen wird. Sehr, sehr cool. Ich mag die Raubpflanzen ja generell richtig, richtig gerne. Und wenn dann so ein drachenähnliches Monster zu denen rauskommt, lässt das mein Herz natürlich höher schlagen. Mega, mega cool. Oh, den haben wir sogar zweimal. Sehr schön. Richtig, richtig nice. Das ist auch ein Highlight, Leute. Das ist für mich auch ein Highlight, ohne Witz. Dann haben wir Raubpraktik. Hat tatsächlich auch einen Print in einem Battles of Legends gehabt. Ich glaube, wir haben es sogar vorher hier gesehen, aus Battles of Legends Hero Revenge, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat tatsächlich hier nochmal einen Print in LED5. Also das ist quasi nicht der Originalprint, sondern der Reprint. Trotzdem eine Booster Ultra. Sehr, sehr cool. Dann haben wir aus Savage Strike, Elementarheld, Tapferer Neos, Wachdrache LP, sehr cool. Pendelhalt aus Dark Neostorm, auch eine sehr coole Zauberkarte. Zweite Expedition in die Gefahr. Infernoid Antra, das ist tatsächlich eine schöne Secrets of Eternity Holo. Keine garantierte, wird auch rausgelegt. Dann Elementar, Tapferer Neos. Oh! Aufstieg des Erzunterwäldlers, also wenn wir die nicht rauslegen, ja, dann sind wir keine richtigen Yu-Gi-Oh!-Fans. Und dann haben wir, habe ich schon gesehen, tatsächlich noch Schrei des Erzunterwäldlers, auch mega schön die Karte. Ich liebe ja diese Erzunterwäldler-Karten. Dann haben wir Magische Muskete, Tanzende Nadel. Makrokosmos aus der Legendary Collection GX, aus dem Reprint, sehr cool. Makrokosmos, auch eine coole Karte, die legen wir uns auch mal raus. So, und zu guter Letzt haben wir hier Utopia-Rakete in Gold, Secret Rare. So, dann gucken wir mal hier weiter. Da haben wir jetzt Rares, okay. Dann haben wir Promopacks, und zwar Chaos Impact Promopacks. Da haben wir, oh, wir haben tatsächlich drei Stück von jedem. Sehr cool. Ich würde mal sagen, dann machen wir mal kurz zwei Stück auf, von jedem eins. Einfach mal, um zu sehen, was da so drin ist. Ich glaube tatsächlich, dass, Herrgott nochmal, so,
Ich glaube tatsächlich, dass der hier tatsächlich recht spielstark war. Ich glaube, der ging auch so 1 oder 2 Euro. Sehr cool. Kampf-Shogun der 6 Samurai. Und dann haben wir Ruf zur Waffenkammer. Ja, eine Kammer auch aus dem aktuellen Hauptset. So, die will ich mir mal rauslegen. Einmal. Und dann schauen wir, was in dem zweiten drin ist. Hoppla. Den Schrottlindwurm habe ich tatsächlich auch aus dem OCG schon mal in Super Rare, lange bevor die hier rausgekommen ist. Sehr cool, jetzt gibt es hier natürlich auf Deutsch, das heißt, es macht den OCG-Print überflüssig. Verabschiedung der Drachenmädchen ist auch eine sehr schöne Zauberkarte. Leute, schaut euch mal das Artwork an. Wirklich sehr, 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 sehr gelungen. Wirklich toll. Mega, mega cool. Auch dieses ganze Arrangement hinten mit diesem Gebäude. Sehr, sehr schön. Ohne Witz. Wirklich sehr schön. Echt top. Also das freut mich hier. Da auch noch hier so viele von diesen Promo-Packs. Sehr cool. Dann haben wir aus Chaos Impact Super Rares. Offensichtlich. Traumspiegelfeind. Traumspiegelfreund mag ich nicht so. Traumspiegelfeind geht so. Es ist auch kein Artwork, wo ich das Sabbern anfange. Aber es ist immerhin besser als Traumspiegelfreund. Oh ja, Gizmek Yatta, die glänzende Vorhut. Auch eine sehr schöne Zauberkarte, würde ich sagen, eine sehr schöne Super Rare. Eine der schönsten aus dem Set. Auch das hier Hypernova Ausbruch aus Rising Rampage, mega nice. Also hier sind relativ viele Super Rares drin. Das finde ich mega cool, die Zauberkarten von den Traumspiegeln. Die finde ich mega cool, also die sehen sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Auch mit diesem innenliegenden Rahmen, sehr, sehr toll gemacht. Ansonsten kann ich mich mit den meisten Traumspiegeln leider nicht anfreunden. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Cyberdrache aus Duelist Saga geht auch so ein Euro in etwa. Dann der Cyberdrache aus BLLR. Cyberdrache ist natürlich ein absoluter Klassiker. Den legen wir uns zumindest einmal einfach aus Respekt raus, wenn man so möchte. Dann haben wir eine Spielmarke. Dann haben wir nochmal ein Päckchen mit Karten. Dann haben wir einmal Graulien-Drache aus Dimension of Chaos. Sehr, sehr cool. Mega nice. First Edition. Eine richtige Booster, super rare. Die legen wir uns auch mal raus. Dann haben wir Graulien Parasit. Auch mega nice. Kommt natürlich auch mit raus. Dann Graulien Schleim, Graulien Spaltung, Graulien Alligator, Graulien Adler, Graulien Einschlag und Graulien Cobra. Ja, die Cobra finde ich tatsächlich mit am coolsten von den ganzen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir noch so alles haben. Wir haben aus dem Star Pack 2015 den Edelstein Ritter Meister Diamant. Dann haben wir Edelstein Gürteltier aus Hidden Arsenal 5. 1, 2, 3 Mal. Sehr cool, in gutem Zustand offensichtlich noch. Die sind in First gar nicht mehr so einfach in gutem Zustand herzukriegen. Mega nice. Edelstein Ritterin Seraphinit aus Shadows of Valhalla. War mal wirklich sehr, sehr teuer damals. Ein Super Rare aus ihrem Hidden Arsenal Print, dass sie relevant war. Edelstein Ritter Topaz und Edelstein Ritter Aquamarin. Dann haben wir Rares. Die skippen wir mal durch. Ja, die sind natürlich mega nice, ne? Ist ja klar. Die ganzen aktuellen Artworks gefallen mir sowieso wirklich gut. Auch das hier zum Beispiel, Schicksalsdame im Rücklauf. Oder hier, schaut euch mal das Artwork an. Aufsteigendes Feuer, mega cool. Auch die hier, also es ist wie gesagt, so die aktuellen Karten, der war auch mal einiges wert, 2 Euro. Also einige Karten sind halt wirklich nicht von schlechten Eltern, was das Artwork angeht. Friedliches Begräbnis dreimal und nochmal Aroma Seraphie Süßer Majoran. Oh, wow, wow, das ist eine Menge Holz, Leute. Das ist eine Menge Holz. Schauen wir mal weiter. Okay, hier ist was mit einem Gummiband. Ich möchte mal den Zustand angucken. Also wirklich nicht schlecht, Leute. Schau mal den Zustand an. Edelsteinhändler. Da werden bei mir nostalgische Gefühle wach, weil Hidden Arsenal 5 war eins der ersten Packs, die ich tatsächlich nach meinem Wiedereinstieg geöffnet hatte. Dann haben wir eine Spielmarke. Und zwar die Kaiba-Spielmarke aus den Legendary Decks 2. Ah, okay, verstehe. Oh, blauäugiger ultimativer Drache, mega schön. Dann haben wir Maid mit den blauen Augen, sind die da komplett drin? Melodie des erwachenden Drachen, okay, sehr cool. Da sind sogar ein paar der Holos noch drin, das habe ich jetzt eher weniger erwartet. Schauen wir mal. Und okay, also aus dem ersten Päckchen haben wir schon mal ein paar mega geile Karten, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, das ist jetzt hier... Das sind drei Päckchen, so wie das aussieht. Ich denke mal, das hier wird ähnlich aussehen. Spielmarke von Yugi. Oh, Inkarnation der legendären Exoda. Die gibt auch so 2-3 Euro in etwa. Legen wir auch mal raus.
Sehr cool. Dann schauen wir mal weiter. Dunkler brennender Angriff, sehr cool. Die Secreter aus LDK 2. Und dunkle brennende Magie, die gehören ja so ein bisschen zusammen, ne? Sehr schön. Ewige Seele. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Oh, Geschwisterbund. Ich weiß zwar nicht, wie es aktuell aussieht, aber die war auch mal einiges wert. Ist auf jeden Fall eine coole Karte, will ich mir auch mal rauslegen. Sehr schön. Dann, was haben wir noch? Auslöschen. Sehr cool. Auslöschen legen wir auch mal raus. Klar, gehört zu Exodia. Und dann haben wir hier noch die vier Holos bei gehabt. Die legen wir mal extra zur Seite. Sehr cool. Wirklich nice. Dann schauen wir uns das letzte Pack an. Und haben die Spielmarke. Oh, der schwarze Stein der Legende geht auch 1-2 Euro. Der kommt natürlich auch raus. Der ist auch relativ teuer als Holo. Ich glaube aus, oh Gott, Docs oder so. War der auch aus der Mansion of Chaos? Bin mir nicht sicher, aber der auch, ging zumindest zu 7 Euro in etwa. Och, der rotäugige Leuchtfeuer Metalldrache. Ja, warum nicht? Der geht auch so in etwa 1-2 Euro. Sehr schön. Dann haben wir Rückkehr der Rotäugigen. Auch eine saucoole Karte. Schauen wir mal, was uns noch so alles erwartet. Oh, Alligator-Schwertdrache ist auch eine coole Karte. Also abgesehen davon haben wir noch die beiden Holos. Die legen wir uns natürlich auch mit raus. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Stapel. Da haben wir Wachdrache Pisti, auch mega cool. Agapain und LP, alle drei Wachdrachen, sehr cool. Geschwindigkeits- oder Terrorkreisel, aber auch mal sehr viel wert. Dann haben wir hier wieder so ein paar Starfall Rares am Start, ein paar Shatterfalls, okay. Zweitesel, da gibt es ja noch den Freundesel, der sieht fast genauso aus. Zwillingsdreieckdrache, also das ist alles Starpack 2018 tatsächlich. Mega cool. Und ja, das war's gewesen. Also, ja, was wird wohl in den Community-Banner wandern? Ich würde mal sagen, entweder ein Sonnenlichtwolf oder einer der beiden Raubpflanzen. Vielleicht auch der Dark Magician, da bin ich mir noch nicht sicher. Das werden wir dann am Ende sehen, wenn ich euch den Banner am Ende des Jahres vorstelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich herzlich bei dir, lieber Chris. Das war mal wieder Stuff, der ist wieder extrem hilfreich. Vor allen Dingen auch diese ganzen Promopäckchen hier vom Kampf-Shangun. Sehr, sehr cool. Auch ein bisschen Oldschool-Stuff dabei gewesen tatsächlich. Habe ich gar nicht erwartet. Auch die Sonnenlicht-Wolf-Karten, sehr schön. Die gefällt mir natürlich auch besonders schön vom Artwork. Also es war mal wieder ein absolutes Fest. Ich danke dir vielmals. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke jetzt auch nochmal sein Video in sozusagen der Endcard. Letzter, irgendwie raff ich es heute nicht so ganz sprachlich, frag mich nicht warum. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif. Amidala? Nein. Vor allem auch für das Deck hier. Amidala? Amidala? Bleib stehen, Amidala.